Schönen Nachmittag noch einmal, auch von uns beiden. Und ganz herzlich willkommen zu einem Nachmittag, wo es darum gehen wird, miteinander viel zu denken, viel zu reden, aber auch ein bisschen was zu tun. Dazu begrüße ich mal diesen großen, gefüllten Saal, oder? Ist wirklich beeindruckend. Toll. Ja, wie wir das machen werden, sagt Ihnen gleich der Harald. Wir beide haben heute eine Rolle und die ist sowas wie ein dezentes Navigationssystem von jetzt bis circa 18.30 Uhr. Und Sie brauchen sich nicht einmal zu entscheiden, ob Sie die männliche oder die weibliche Stimme hören wollen. Wir werden den Nachmittag heute beginnen mit der erste inhaltliche Teil, mit der Konstruktion der Vergangenheit. Ruth Seliger wird da im Zentrum auch, wird sozusagen da mitarbeiten. Wir steigen ein. Wir haben als Motto für dieses Systemikum ein Zitat gewählt, das Sie wahrscheinlich nirgendwo finden werden, weil es ist mündlich ergangen. Und zwar vor vielen Jahren, als der Rudi Wimmer die Angewohnheit hatte, alle eineinhalb Jahre den Niklas Luhmann einzuladen und mit einem Kreis von Kollegen und Kolleginnen zu diskutieren. Und damals haben wir viel über die Konstruktion der Zukunft und die Konstruktion der Vergangenheit diskutiert. Und in das hinein fragte ein Kollege, und er hat an sich gesagt, er kommt heute, aber Bert Besendorfer ist jetzt nicht da, sehe ich ihn nicht, gell? Nein. Vielleicht kommt er noch. Also Bert Besendorfer fragt in all das hinein, Herr Luhmann, wenn die Vergangenheit eine Konstruktion ist und die Zukunft eine Konstruktion ist, was ist dann die Gegenwart? Kannst du dich an das erinnern, Rudi? Und der Niklas Luhmann schaut ungefähr 10 Sekunden rauf und dann sagt, da wirst du eine Pistole geschossen. Die Gegenwart ist der Punkt, von dem aus der Beobachter zwischen Vergangenheit und Zukunft unterscheidet. Und beides hat mich fasziniert, nämlich die Aussage, aber auch die Schnelligkeit, mit der das rausgeschossen hat. Und ich meine, so denke ich mir, so, das möchte ich auch können, sowas. Bis heute habe ich es, glaube ich, nicht geschafft. Wir haben das jedenfalls unter dieses Motto gestellt und haben dieses Symposium, dieses Systemikum auch unter diesem Motto in diese zwei historischen Teile, also eine Rückschau und eine Vorschau, gestellt. Und ich möchte jetzt einmal die Rückschau einleiten, ganz kurz. Und wenn wir rückschauen, dann müssen wir ziemlich weit auch zurückschauen, wenn wir sagen, wo hat systemisches Denken oder systemische Beratung begonnen. Dann möchte ich Sie mal hinweisen darauf, ich muss nur schauen, dass ich da nicht umfalle jetzt, nach hinten fall. Wir haben, und das war ein Verdienst der Angie, ist sie, Angela Uhl, unsere Office-Managerin, hat die Idee gehabt, 30 Jahre, das klingt doch nach 3.0. Und deswegen haben wir es einmal genannt, systemisches Denken 3.0. Und das bringt natürlich die Frage auf den Plan, was ist dann 1.0, nicht, wenn 3.0 da steht, so. Ah, das geht ein bisschen langsamer. Gell? So, was mache ich da falsch? Technik. Die trivialen Maschinen, das ist so. So, also. Dankeschön. Also was könnte systemisches Denken 1.0 sein? Und natürlich, das ist eine Entscheidung des Beobachters. Also was immer ich jetzt auswähle, ist sozusagen das, was ich denke, dass es sein könnte, aber es ist wahrscheinlich oder mit Sicherheit nicht vollständig. Also wir haben hier zwei wichtige Namen. Gregory Bateson war sicher auch als einer der wichtigsten Personen bei diesen Mises-Konferenzen wichtig. Und er hat uns was hinterlassen, nämlich als Anthropologe hat er sich mit Kommunikation und den Mustern von Kommunikation und der Erforschung von Kommunikation beschäftigt und uns hinterlassen die Idee, dass Kommunikation in Mustern auch verläuft, dass diese Muster Ursachen haben. Er hat uns diesen Begriff der Doppelbindung, des Double Bind geschenkt, das alle Schizophrenen unter uns noch sehr beschäftigt, weil das als die Ursache anerkannt worden ist in der Zwischenzeit. Ja, Gregory Bateson, Philosoph, Anthropologe, für uns alle wichtig, wir berufen uns immer wieder auf ihn. Heinz von Förster, ich glaube, er ist sozusagen der Star unter dieser
ersten Generation systemischen Denkens. Wiener, das muss man hier dazu sagen, Wiener und alle Jazz-Fans hier im Haus oder im Raum wissen vielleicht, und weil wir hier in der Musikhochschule sind, er ist der Cousin von Uzi Förster, einem gottbegnadeten Jazzer gewesen. Und er hat uns ganze Menge Dinge hinterlassen, aber allen voran diese Unterscheidung trivialer und nicht trivialer Systeme als plakative Unterscheidung. Was können wir uns vorstellen, wie lebende Systeme funktionieren? Und auch diesen Begriff der Kybernetik, er ist ein Kybernetiker und auch einer der Begründer der Kybernetik als Wissenschaft, diesen Begriff der Kybernetik zweiter Ordnung, der Beobachtung zweiter Ordnung. Aber für uns Berater auch ganz relevanter Veränderung zweiter Ordnung, Musterwechsel in der Kommunikation. Ja, Ernst von Glasersfeld. Am Telefon habe ich mich mit dem Sebastian Schuh darüber unterhalten. 1992 hat es einen wunderschönen Kongress in Heidelberg auf der Molkekur gegeben. Da haben wir den beide erlebt. Wir kannten uns damals noch nicht. Du hast das verstanden, was er gesagt hat, ich nicht. Und, aber so viel ich damals verstanden habe, er war Konstruktivist. Er war Skilehrer in Australien, wenn er kein Geld verdient hat. Und hat sich als radikaler Konstruktivist mit Sprache, mit Art und Weise, wie wir Kommunikation in Sprache gießen, beschäftigt und mit Lernen und Sprache. Für uns, er wird nicht so oft erwähnt, glaube ich, aber wir berufen uns alle irgendwie auf seine Gedanken und seine Ideen heute noch. Ja, George Spencer Brown, der Fritz nickt schon, ich kenne ihn sozusagen eigentlich über dich, ein Formallogiker, der in London gelebt hat, angeblich in einer Garage und ja, also auch in einer Garage wahrscheinlich. Ich glaube, außer dir gibt es niemanden, der das verstanden hat, was der geschrieben hat, also du hast es auch nicht verstanden? Ja, aber er hat uns... Aber er hat uns ein paar wichtige Dinge hinterlassen, die für uns in der Arbeit, auch aber in der Theorieentwicklung ganz wichtig waren, nämlich diesen Gedanken, draw a difference, mach einen Unterschied, unterscheide in der Wahrnehmung zwischen dem markierten und dem unmarkierten Raum. Das ist schon sehr, sehr relevant geworden für unsere Arbeit und für die Theoriebildung insgesamt. Also diese Idee, wir ziehen in die Realität sozusagen eine Unterscheidung hinein und dieser Gedanke, dass Systeme dadurch entstehen, dass ein Beobachter eine Sinngrenze zieht und einen Unterschied macht, das ist auf ihn zurückzuführen. Und das ist ein Stück Fundament unserer Arbeit. Wir fragen immer, was ist der Sinn und was ist drin und was ist draußen? Das fragen wir heute noch. Ja, die beiden chilenischen Biologen, Francisco Varela und Umberto Maturana, haben uns wahrscheinlich ein paar ganz kompliziert auszusprechende Begriffe hinterlassen, wie Autopoiesis und Selbstreferenzialität. Aber was wichtig ist, sie haben uns hinterlassen eine Idee, wie lebende Systeme operieren. Dass sie sich auf sich selbst beziehen, dass sie innengesteuert sind, selbstorganisiert sind, dass sie die Fähigkeit haben, aus sich selbst zu gebären, sozusagen. Und sie haben uns einen Begriff hinterlassen, mit dem ich alle Führungskräfte immer quäle, nämlich mit dem Gedanken der Unmöglichkeit instruktiver Interaktion. Heißt auf Deutsch, man kann in ein anderes lebendes System nicht hinein intervenieren. Und wenn eine Führungskraft gerade den Job hat, dafür das zu tun, dann ist das eine schlechte Nachricht immer wieder. Und die Frage ist, wie gelingt es trotzdem? Wie können Sie das tun, wofür Sie ihr Geld bekommen? Ja, ganz bekannt Paul Watzlawick mit seinen 5 pragmatischen Axiomen, muss ich glaube ich nicht viel dazu sagen. Und auch ganz wichtig für uns alle, Mara Silvini Palazzoli vom Mailänder Institut für systemische Therapie. Also ich schreibe ihr zu die Erfindung von zirkulären Fragen, aber ich bin nicht sicher, ob das nicht schon die Virginia Satir oder andere war. Nein, also Mara Silvini. Ja. Also insofern Mara Silvini Palazzoli. 4 Leute. Sie war es nicht allein, aber ihr Institut hat hier die Grundlagen geschaffen für diese Art des wirklich raffinierten Fragens in ein komplexes System hinein. Was macht die Mutter, wenn der Vater gerade dies und das tut? Also das sind ganz tolle
Dinge, auf die wir uns heute immer noch verlassen können und mit denen wir arbeiten. Ja, und last but not least, Niklas Luhmann, der Schöpfer unseres Zitats hier, Soziologe, auch Jurist. Und er hat uns vor allem für uns, die wir Organisationen beraten, ganz wichtige Grundgedanken mitgebracht. Für uns einer der wichtigsten ist, dass Organisationen Systeme sind, die nicht aus Menschen, sondern aus Kommunikation bestehen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist nicht leicht, sich das vorzustellen. Aber so wie wir gesagt haben, wir sind ja auch nur relevante Umwelten dieses Systems Train Consulting. So ist es mit allen Organisationen. Kaum sind sie auf der Welt, sind sie ein eigenes System mit einer eigenen Logik. Es braucht uns natürlich, aber wir sind nicht Teil davon. Und das ist auch gut so, weil meine Firma würde wahrscheinlich sterben, wenn ich sterbe, oder ich würde sterben, wenn sie stirbt. So können wir beide gut leben. Ja, das war so die Ahnengalerie sozusagen. Und, hoppala, und System, die Technik ist nicht meins. So. Aus unserer Sicht hat systemisches Denken 2.0 beginnt, aus unserer Sicht, Train Consulting im Jahr 1990, 91, als wir in Heidelberg den ersten systemischen Kurs besucht haben, also für uns ersten, für euch den zweiten. Da gibt es Leute, die heute da sind. Hubert, der Hubert ist der, der da hinten das macht, ja? Nur damit Sie das gleich sehen können. Und der Fritz ist ja ganz hinten im gelben Pullover. Und da ganz vorn in blau, schwarz bin ich. Und schräg hinter mir ist Gunther Weber. Das waren unsere beiden Lehrer, Inspiratoren, unsere beiden Infektionsherde sozusagen für das systemische Denken. Dort sind wir angesteckt worden. Und es hat uns seither nicht mehr losgelassen. Und was wir dann als nächstes gemacht haben, ist, dass wir gesagt haben, das ist doch so wichtig, dass wir das auch weitergeben müssen. Und wir haben dann relativ bald begonnen, auch systemische Ausbildungen anzubieten. Weil wir selber noch recht neu waren, haben wir den Rudi damals Jugendbildnis, Fritz auch Jugendbildnis, haben wir eingeladen, in Wien Kollegen und Kolleginnen, Berater und Beraterinnen auszubilden. Und so hat es so damals ausgeschaut. Das ist systemisches Denken 2.0. Gabi, siehst du dich? Wo ist sie? Ja, genau. Ja, so war das damals. Und ich bitte jetzt zum gemeinsamen Zurückschauen zu mir aufs Podium in dieser Reihenfolge. Das ist alphabetisch geordnet. Axel Exner, bitte, bitte rauf zu mir aufs Podium. Ja, das ist witzig. So. Ja, Axel ist Gründer von der Beratergruppe Neuwaldeck und sozusagen auch einer der wichtigen Pioniere, und wir haben hier nur Leute, die lang nur schon dabei sind, um zurückzudenken. Beratergruppe Neuwaldeck, so wäre es noch auf der Liste. Joanna Grisanitz. Joanna Grisanitz, ja, wir haben vorhin diskutiert, wie ich dich sozusagen vorstellen soll. Aus meiner Sicht bist du jemand gewesen, der vom Beginn der 90er Jahre sehr aktiv damit zu tun gehabt hat, dieses systemische Denken ins Feld hineinzubringen in Österreich durch Schulungsaktivitäten und anderes. Da kannst du ein bisschen mehr dann selber dazu sagen. In dem Sinn keine Gründerin, das will ich vielleicht sagen. Ja, ja, na, du bist aber eine, die sozusagen mitschuld ist, dass es sich verbreitet hat. Fritz Simon. Du musst mich nicht küssen. Wir haben uns ja schon geküsst, Fritz. Kann man nie genug. Ja, Fritz Simon. Ursprünglich Arzt und Psychiater und unser Lehrer, Gründer dieses Heidelberger Instituts für systemische Beratung oder Therapie und Beratung, ich weiß gar nicht, wie es geheißen hat, Kussmaulstraße 10. Und Kussmaulstraße 10, also das musste man sich merken, Heidelberg.
Ja, und seit dieser Zeit, seit 1991, Lehrer, Wegbegleiter, Unterstützer, so wie auch du unter Förderer und Mitunterstützer warst, also hier, die alle hier sitzen, haben wirklich auch zur Entwicklung unserer Firma beigetragen. Herbert Schober, was ist da immer? Sag ich gleich was. Ja, Herbert Schober, Gründer, Mitgründer. Bindestrich EMA. Was? Bindestrich EMA. Bindestrich EMA. Herbert Schober, Bindestrich EMA, Mitbegründer der Connector seinerzeit, jetzt nicht mehr Connector seinerzeit, Connector heute Redmond Consulting. Auch Autor, also das sage ich jetzt nicht überall, das, ihr alle habt Bücher geschrieben, ja, also das sage ich jetzt nicht bei jedem Einzelnen dazu, alle haben Bücher geschrieben und sind Autoren, Berater der ersten Stunde hier. Schön, dass du da bist. Wer kommt als nächstes? Sebastian Schuh. Sportlich. Ja, Sebastian Schuh ist unter anderem deswegen hier, so jetzt hat da irgendwie einen Stress da oben. Sebastian Schuh ist unter anderem deswegen hier, weil er seinerzeit, und das verbindet uns als Geschichte miteinander, seinerzeit bei Daimler in der Personalentwicklung war, Führungskräfteentwicklung im Vertrieb, das weiß ich noch. Und Organisationsentwicklung. Und Organisationsentwicklung, sagst noch mehr dann bitte zu dir. Und wir als Firma sind mit dir verbunden über das Thema Action Learning und dieses Hineintragen des systemischen Denkens in eine Organisation wie Daimler. Ja, also trivialer geht es ja nicht vom Produkt her, und wie passt hier systemisches Denken dazu? Das war sicher eine ganz auch neue, ein neues tolles Experiment. Ja, und weil es in der, im Alphabet der Letzte bist, Rudi Wimmer. Welche Seite hättest du gern? Mir ist das wurscht. Wo du gerne möchtest. Da hast du das Klavier im Knack, dann setze ich mich da. Knack. Ja. Genick. Super. Rudi Wimmer, Mitgründer der OSB international seinerzeit, und ist immer noch, OSB gibt es noch, und du dich auch dabei noch. Erstaunlicherweise, ne? Ja. Ja, so wie ich, bin auch noch da. Ja, und was wir sozusagen, was mich oder uns als Firma mit euch allen verbindet, ihr wart Lehrer für uns, Wegbegleiter, Inspiratoren oder auch sowas wie Ermöglicher. Ja? Und deswegen diese Auswahl, und es gibt natürlich auch noch viele andere, die hier hätten Platz nehmen können, aber beispielsweise Dirk Becker war verhindert. Jetzt ist der Bär Besendorfer hier. Die Geschichte habe ich gerade erzählt, Bär, aber vielleicht magst du kurz aufstehen und dich zeigen, nur damit man weiß. Das ist der Mann. Das ist Bär Besendorfer, der Luhmann zu diesem schönen Zitat sozusagen hingefragt hat. Ja, jetzt darf ich mich hinsetzen. Was wir heute hier vorhaben in den nächsten halben, dreiviertel Stunde, ist, dass wir so gemeinsam eine Rekonstruktion der Geschichte systemischer Beratung, systemischen Denkens vornehmen wollen. Und das wollen wir jetzt nicht als wissenschaftlichen Vortrag gestalten, sondern als Geschichte in Form von Geschichten. Also hier ist ganz wichtig eure ganz persönliche Sicht, eure Erfahrung, eure persönlichen Perspektiven auf diese Geschichte systemischen Denkens in den letzten 30 oder mehr Jahren. Und da würde ich gerne bei dir, Fritz, beginnen, weil ich vermute, du bist als erster von uns allen irgendwie damit quasi in Kontakt gekommen. Wie war das, wie bist du überhaupt damit in Berührung gekommen? Du warst Arzt, du warst Psychiater und ich glaube auch Psychoanalytiker, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wie kam es dazu, dass du im Systemischen dich gefunden hast? Oh, ich wusste nicht, dass du so intime Fragen stellst. Ja, ja. Die Bücher kennen schon alle. Ich hab in einer großen psychiatrischen Anstalt gearbeitet mit 1300 Patienten und war zuständig für die Wachstation und war
direkt nach dem Studium. Ich war 25 und mir wurden jeden Tag Patienten vorgekarrt. Und ich war auf einmal mit einer Macht konfrontiert, die ich hatte, auf die mich keiner vorbereitet hatte. Ja, ich konnte die Patienten ans Bett fesseln lassen, ich konnte sie einsperren. Und nach einem Tag musste ich einem Richter erklären, warum ich das tat. Aber die Richter verstanden überhaupt nichts von der Sache und haben immer Ja gesagt. Aber ich verstand ja auch nichts von der Sache. Das war das Problem. Sondern ich habe geguckt, was die Pfleger, die da seit 10 Jahren waren, mir sagten, was ich tun sollte. Und ich hatte keinerlei Handlungsanweisung für das, was ich tun sollte, weil die Medizin hat einem da nicht geholfen. Die Psychoanalyse auch nicht. Ich war da noch nicht Psychoanalytiker, sondern in psychoanalytischer Ausbildung, weil die tobenden Patienten legen sich nicht auf die Couch. Also insofern, das ist illusorisch. Und frühkindliche Thesen helfen mir auch nicht durch den Alltag sozusagen. Ja, also habe ich nach einem Modell gesucht und irgendwann schenkte mir eine Freundin ein Buch von Paul Watzlawick, Lösung. Lösung, nicht das erste, sondern Lösung. Und nach der Hälfte der Lektüre wusste ich, das ist ein Modell, das mir hilft, im Alltag Entscheidungen zu treffen, das, was da passiert, als Kommunikation zu verstehen. Es hat mir vor allem geholfen, auch die Organisation, sprich diese Klinik, besser zu verstehen, in der natürlich dauernd irgendwelche Schrecklichkeiten passierten, die überhaupt nicht einer Person zuzurechnen waren, sondern den Spielregeln von Irrenanstalten. Ja? Und das war der Punkt, wo ich sage, das ist mein Modell Kommunikationstheorie. Es hilft mir nicht nur für den direkten persönlichen Kontakt, ja, Hypothesen zu bilden, zum Beispiel, wenn ein und derselbe Patient immer um 11.15 Uhr anfängt zu toben, wenn ich gerade mit den Schwestern Kaffee trinke, ja, dann kann man natürlich biochemische Theorien entwickeln, 11.15 Uhr oder so, aber wenn ich um 12 Uhr mit ihnen Kaffee getrunken habe, hat er halt um 12 Uhr getobt. Ja, also insofern musste man schon das auf den aktuellen Interaktionskontext beziehen. Aber es hat eben auch geholfen, Überlegungen anzustellen, wie man sich alternativ verhalten kann, damit nicht getobt wird oder damit irgendwie ein Gespräch zustande kommt und Ähnliches. Also das heißt, das ist schon ein wichtiger Punkt, das systemisches Denken war zunächst einmal hilfreich. Ja, sonst hätte hilfreich, ich, ja. Sonst würde ich es auch heute nicht behalten. Ja, ja, also ich streiche das raus, weil es ja so eine schwierige zu verstehende Theorie ist. Ich frage mal so bei dir, Rudi, wie war das bei dir? Wie bist du an das Thema systemisches Denken? Wie bist du da dran gekommen? Letztlich durch eine Fülle von Scheiternserfahrungen. In den 70er Jahren, ich bin ein Kind der 68er Bewegung und wir haben in den 70er Jahren halt an verschiedensten gesellschaftlichen Stellen versucht, unsere Gesellschaft ein Stück lebenswerter zu machen im Schulbereich, in der öffentlichen Verwaltung, in der gewerkschaftlichen Entwicklung. Und das Denkrepertoire, das wir uns erarbeitet hatten, aus der Gruppendynamik kommend und in der Organisationsentwicklung, das ist sehr stark sozusagen auf Bottom-up-Veränderungen ausgerichtet war, angesetzt an der Aufklärung der beteiligten Akteure, in der Hoffnung, dass diese Aufklärung und diese Stärkung des Selbstbewusstseins, diese Emanzipationsprozesse, dass die auch einen Impact haben auf die Veränderung von Organisationen. Und wir mussten halt im Laufe der 70er Jahre erkennen, dass das nicht der Fall ist. Und das hat dann die Suche motiviert, welche anderen Interventionsmöglichkeiten und Denkkonzepte sind. Und da hat mich eben der Peter Fürstenau, mit dem ich damals schon in einer engen Kooperation war, der sein Leben lang dieses Wechselspiel von psychoanalytischen, das heißt persönlichen, psychischen Problemstellungen und sozialen Gegebenheiten untersucht hat, aufmerksam gemacht auf die Mailänder. Da ist gerade 1977 das Buch Paradoxon und Gegenparadoxon erschienen. Und dieses Buch war für mich und einige Reihe anderer aus der Öko dann sozusagen der Startschuss, uns mit dieser Art von Denke auseinanderzusetzen. Das Attraktive war, dass wir eben hier gesehen haben, dass es darum geht, auf Kommunikationsmuster, sozusagen auf soziale Phänomene hin zu intervenieren. Und nicht zu glauben, wenn man auf Personen hin
zielt, dass sich dann auch in den Kommunikationsabläufen und den Prozessen und Strukturen was verändert. Also dieser komplette Switch in der Betrachtung des Interventionsgegenstandes, das war eine sehr weitreichende paradigmatische Veränderung. Und daraus hat sich dann auch in meinem Umfeld jedenfalls eine intensivere Weiterentwicklung mit dem Gedankengebäude der neueren Systemtheorie und dann der Kontakt eben auch mit den Bielefeldern und so weiter ergeben. Also das ist ja ein Gedanke, der die ganze systemische Beratung heute trägt, auch diese Interventionsrichtung. Wie war es bei dir, Herbert? Wie bist du mit dem Systemischen in Berührung gekommen? Wann bist du angesteckt worden und wie? Bei der Rekonstruktion jetzt, eine Frage, das ist gerade wesentlich. Eigentlich müsste ich zurückgehen, wirklich in, da hat man es nicht genannt, in 70, wo ich das in Berührung kam und dann nicht in Berührung, sondern reinkam in die Gruppendynamik. Und dort gruppendynamische Trainings kennengelernt habe, in die Ausbildung gegangen bin und gedacht habe, eigentlich diese Gruppendynamik in den Organisationen eigentlich real umzusetzen. Und da gab es die Möglichkeit damals bei Geber und Lerner, das war so ein Mitbestimmungsmodell, wo sehr viele ja auch dort tätig waren, reinzugehen und dann die Begegnung mit dem Axel gemeinsam eigentlich Organisationen, nicht nur auf der Beziehungsebene, sondern da geht es um Ökonomie, da geht es um Struktur, da haben wir uns auseinandergesetzt, wie kann das funktionieren und die Möglichkeit gehabt haben, dann bei einem damals kleinen Familienunternehmen, Palfinger, gemeinsam zu arbeiten und in dieser Richtung zu denken. Aber noch ohne dem Label oder auch ohne dieser Theorie. Und in einer gewissen Weise erfolgreich, aber auch dilettierend und auch, wie du sagst, auch immer mit Scheiterungserfahrungen und den gesamten Gegenstand zu erfassen. Und dann kam, für mich war es so, ich nenne es pathetisch, ein Erweckungserlebnis war tatsächlich dieses Seminar im März 1980 mit dem Peter Fürstenau, da außerhalb von Wien, seinen Zugang in dieser Vermittlung zu hören. Wirklich so ein, oh, so kann man das denken, so kann man an diesen Gegenstand von Organisation herangehen und da kann ich nicht mehr zurück. Also es war auch eine Auseinandersetzung, da hilft mir die Gruppendynamik alleine nicht mehr weiter, das sind andere Dimensionen. Und da haben dann die ganzen Prozesse begonnen, es müsste ja noch die Roswitha Königswieser hier sitzen, weil genau war dann die Initiative, wie geht es weiter, uns wirklich auszubilden mit einem Familientherapeuten, mit einem systemischen, mit dem Sigi Hirsch und so weiter. Also jetzt könnte man dann schon ordentlich in die Erzählungen gehen, aber... Axel, du bist gerade erwähnt worden, auch wie war es bei dir? Ähnlich wie beim Herbert? Ja, wir sind verflochten in unserer Geschichte. Ich habe aus einer geistigen Verwirrung Maschinenbau studiert und als ordentlicher Mensch auch fertig gemacht und habe dann so betriebswirtschaftlich-technische Beratung gemacht als junger Ahnungsloser. Und es hat gut funktioniert, wir haben Geld dafür bekommen und die Berichte sind damals gedruckt worden und verschwunden. Und da bin ich Herbert spazieren gegangen auf der Sommerheide. Und du hast mir erzählt, was ihr gruppendynamisch alles macht. Die Leute weinen und sind aufgeregt und fahren dann weg. Aber das war's. Und ich habe erzählt, was wir auf der Prozessebene machen, also jetzt in Abläufen. Das war toll. Hat auch so. Und da sind wir drauf gekommen und das war jetzt für mich wieder das Spannende in der Rekonstruktion. Eigentlich der erste systemische Gedanke für mich, dass ich eine Leitdifferenz damals entdeckt habe. Dieses Mensch versus Organisation. Humanisierung versus Effizienz. Und da haben wir zwar für uns, kann ich mich erinnern, diese Organisationsentwicklung damals entdeckt. Und das war toll, mit einem Anspruch auch, also wie der Rudi schon gesagt hat. Das Blöde war, dass das so Ende der 70er da eine Ölkrise war. Und über Nacht war die ganze Humanisierung weg, weil kein Geld mehr da war. Und es war nur mehr Effizienz. Das hat mich nicht so glücklich gemacht mit dieser Leitdifferenz. Und dann habe ich eben, ist eh viel erzählt worden, für mich ganz gravierend beim Sigi Hirsch in dieser Gruppe, die Leitdifferenz verändern, bewahren kennengelernt. Und das war für mich ein zentraler Schlüssel, also ich als Berater oder später als Manager, ich sitze nicht auf einer Seite, sondern es geht darum, die Balance herzustellen, beides zu würdigen und das war ein unglaublicher Schritt für mich. Ja, ja schön, danke. Joanna, seit wann bist du mit dem allen befasst?
Ja, bei mir ist es so, ich war ja damals in Herrnstein und hatte schon eine Zeit als stramme Managerin hinter mir. Und Herrnstein ist so ein bisschen ein trojanisches Pferd gewesen. Ja? Sie wissen das, Herr Besendorfer. Die Wirtschaftskammer Wien hat das damals gegründet als Institut für Unternehmensführung. Und dann ist relativ schnell die Gruppendynamik dorthin gekommen und lauter subversive Trainer. So. Und Max Fink hat das ursprünglich geleitet. Der hat dann, soweit ich weiß, nachher das Forum Davos gegründet. Stimmt das? Oder? Nein? Okay, dann habe ich das falsch gespeichert. Jedenfalls hat er nach kurzer Zeit, also da ist dann einiges rausgekommen aus diesem trojanischen Pferd, was der Kammer nicht so getaugt hat. Und dann sind natürlich Köpfe gerollt und nachher hat es die Helga Stadler gemacht. Und die Helga Stadler hat einen Weg gefunden, die Irritation, also sie hat sehr viel persönlich von dieser Irritation abgefedert. Also sie war da wirklich ein Fels in der Brandung und hat immer wieder Leute zusammengeführt, die da erstens sogar einen sozialen Austausch hatten, die mit Kunden zusammengekommen sind und ich denke, die anfangs auch sehr viel co-kreiert haben. Ja? Ich denke auch gerade diese Verbindung Gruppendynamik und systemisches Denken ist keine zufällige, weil die Personen wie der Kurt Lewin, der leider sehr ausgeblendet ist, die haben ja ganz wesentliche Beiträge geliefert. Ja? Und die sind ja auch alle miteinander verflochten. Also die Margaret Mead war ja die Frau von Bateson und die hat ja mit dem Kurt Lewin Forschungen gemacht über Essverhalten und diesen Action Research Ansatz eigentlich entwickelt. Also da gibt es ganz, ganz viele Verbindungen. Ich persönlich war auch so quasi Opfer dieses trojanischen Pferdes, weil ich war auch in Herrnstein lange Zeit eine stramme Managerin. Das alles so, wie man das halt macht. Und dann bin ich aber langsam so weich gewaschen worden von diesem Konstruktivismus. Und das denke ich, wenn man sich auch nachher die Frage stellt, wie konnte das alles so eine Reichweite bekommen und so eine Faszination ausüben, da denke ich schon, der erste Pull waren so ähnlich, das war ja auch in Nachfolge der ganzen, wie hießen die, diese Ausbildung, die damals jeder Verkäufer gemacht hat? NLP. Genau, ja. Also das waren schon so, was so gezogen hat, waren die systemischen Fragetechniken und so. Das hat sich so rumgesprochen und dann sind die Leute gekommen. Und dann sind sie in längere Ausbildung gekommen und da ist dann, das ist eben auch trojanisches Pferd, so eine lange Ausbildung, weil da zeigt sich in so einem sozialen Setting eines Lehrgangs, da sozialisiert man sich auf diesen Konstruktivismus. Alleine kann man das nicht packen aus einem Buch. Ja? Das geht wirklich, wenn man lang so sich damit beschäftigt. Und dann passiert genau das, man kann es nicht mehr vergessen. Ja? Also der Dirk Becker hat das mal gesagt, so der Bauer, der da betet und der Soziologiestudent fragt ihn, was machen Sie da? Und er sagt, er betet und er sagt, wie machen Sie das? Ja, ich sitze hier und falte die Hände. Und das geht noch 3-4 Mal und dieser Bauer kann nie mehr normal beten. Ja? Das geht nicht. Und so ist es mir gegangen. Ja, ja, danke Joanna. Last but not least jetzt hier in der Runde Sebastian. Für mich zunächst einmal so dein persönlicher Zugang zum Systemischen und dann würde ich gerne noch auf deine Rolle auch bei Daimler hinzu, also da dazuschauen, aber erst einmal so du persönlich. Na, ich habe so einen relativ langen Zugang zum Systemischen. Ich muss sagen, systemisch verbinde ich immer auch mit einer Systemtheorie. Also systemisch ohne Theorie ist für mich irgendwie nicht fassbar. Und mein erster Zugang waren die alten Systemtheorien. Also wirklich erster Generation. Ich sag mal Bertha Lanfi, Kenneth Boulding und andere. Es liegt daran, ich habe in München zu einer Zeit BWL studiert, als Betriebswirtschaftslehre noch ein sehr interdisziplinäres Studium war. Und in der deutschsprachigen BWL gab es zwei Grundparadigmen. München hat den sogenannten entscheidungsorientierten Ansatz vertreten, der die BWL vor allem auch für psychologische und aber auch für quantitative Entscheidungstheorien geöffnet hat. Und St. Gallen hat den systemtheoretischen Ansatz vertreten, also Hans Ulrich, Unternehmung, produktives Sozialsystem. Und ich habe damals mich sehr viel mit Organisationspsychologie beschäftigt und gemerkt, dass auch im angelsächsischen Raum ein Standardlehrbuch, Katz und Kahn, Social Psychology of Organizations, ganz stark systemtheoretische Elemente übernommen hat. Also die beschreiben Organisationen als Systeme mit negativer Entropie. Das kommt aus der Thermodynamik und das fand ich sehr mutig.
Ja. Ich habe während meiner Studienzeit oder dann später, als ich auch an der Uni gearbeitet habe für mehrere Jahre, überhaupt nichts mitgekriegt von der neueren Systemtheorie und habe nach Abschluss meines Promotionsprojekts bewusst den Zugang zur Praxis gesucht und bin eher zufällig, aber umso passender fündig geworden in der alten Daimler AG, bin da in das Bildungswesen der Zentrale gekommen. Da gingen alle Beratungsaktivitäten auch an und da bin ich mit der neueren Systemtheorie in Verbindung gekommen und der Umweg war auch die Gruppendynamik. Daimler war ganz stark Gruppendynamik orientiert. Ich habe 88 angefangen, da war Beratung, die ich vor allem gemacht habe, eher ein Nebenprodukt. So das Dominante war der Trainer für Gruppendynamik, der mit Führungskräften arbeitet. Da gab es auch eine Hierarchie, wer darf überhaupt schon gruppendynamisch arbeiten, dann wer mit den Potenzialträgern, wer mit den Teamleitern, wer hatte gar die Ehre, mit den Abteilungsleitern zu arbeiten. Und diese Arbeit war schon geprägt von ganz hervorragenden Gruppendynamikern in Deutschland, die auch intern waren, also Ausbildungstrainer, DAGG, waren Führungskräfte beim Daimler. Und es war Standard, dass jeder Trainer, Berater so nach dem ersten Einheit, das ist Curriculum Lehren und Lernen, 20, 25 Tage Andragogik. Zweiter Ausbildungsblock war dann Gruppendynamik, ungefähr über 20, 25 Tage. Und da war das beherrschende Paradigma Gruppendynamik nach dem Prinzip radikaler Selbstorganisation. Also wir haben, ich mache es jetzt kurz, sonst wird es folkloristisch, sämtliche Strukturen rausgeschmissen bis auf die Zeiten und dann ging es halt los. Und das war eine sehr dynamische, aber auch durchaus körperlich schmerzhafte Selbsterfahrung. Also das ging wirklich unter die Haut, in die Muskeln. Und wir, die wir diese Erfahrung gemacht haben, haben gesagt, lass uns doch mal nach Theorien suchen, die wir nutzen können, dessen Stück weit zu verstehen, was wir mit uns gemacht haben. Jetzt könnte ich auch sagen, was da mit uns passiert ist. Und haben angefangen, dann zu suchen. Da haben wir Systemtheorien wiederentdeckt und dann auch angefangen, Theorietagungen zu machen, wo wir zum Beispiel eingeladen haben, weil du ihn heute schon zitiert hast, Bates nicht, aber den deutschen Übersetzer. Ja? Und einfach interessante Leute aus Religionswissenschaft, Geisteswissenschaft, aber auch Naturwissenschaft, also irgendwann hatten wir auch den Hans-Peter Dörr eingeladen, um da nochmal einfach einen Zugang zu finden, jetzt auf einer kognitiven Ebene und das hat dann irgendwie angesteckt und dann wird es bei mir einfach immer mehr und ich habe bedauert, dass St. Gallen seinerzeit den Schritt nicht gegangen ist, also ich habe das verfolgt, hat sich jetzt, also mit dem neuen Modell von Rückstürm, finde ich schon ein Stück weit verändert, ist ja ganz stark kommunikationsbasiert und muss sagen, was ich über diese neuere Systemtheorie erstens selbst gelernt habe und wo ich dann auch natürlich experimentieren konnte, war die industrielle Praxis. Nicht die Hochschule, also da finde ich auch heute wenig. Ganz kurz vielleicht noch ein Wort. Ich bin dann, nachdem ich das angefangen habe zu verstehen, draufgekommen, dass es auch in der akademischen Psychologie seit den 50er Jahren her viel Theorien gibt, die eigentlich konstruktivistisch sind, ohne dass sie je so benannt worden wären. Jetzt schweige ich. Musst du nicht. Oh Gott. Was sozusagen auch spannend ist, wenn ich euch zuhöre, ja, dass da ist im Hintergrund bei der Entwicklung systemischen Denkens, da waren Personen wirklich entscheidend, inspirierend, aber es waren immer auch Organisationen im Hintergrund. Also vom Balfinger ist gefallen, das Hernstein-Institut ist gefallen. Ihr habt ein Institut gegründet, auch um später, ist schon klar, ja. Aber sozusagen, und Daimler sowieso. Also ich hätte die Hypothese, dass Organisationen einen ganz wichtigen Beitrag geleistet haben auch, also vor allem auch Wirtschaftsunternehmen, also oder produzierende Unternehmen, wie auch immer, einen Beitrag geleistet haben, so etwas wie ein Feld zur Verfügung zu stellen, auf dem wir alle lernen und uns entwickeln konnten. Und wenn ich hier nochmal, also bei dir jetzt nochmal anknüpfe, so mein Bezug war ja dieses Curriculum, das du entwickelt hast, mit der Ute Clement gemeinsam, glaube ich. Das war was anderes. Egal, also wie auch immer es, aber dieses sozusagen Führungskräfteentwicklung systemisch anzugehen auch, ja, als ein Action-Learning-Konzept, war ja schon noch was Neues. Also nicht an der Person anzusetzen, sondern eine Struktur dazu zu entwickeln. Ja.
Da muss ich ja wiederum sagen, die Ehre gebührt eher den ganz normalen Daimler-Mitarbeitern, also die waren aus dem Vertrieb, weil ich habe immer mit Projekten gearbeitet. Und jetzt sagen wir mal, die alte Systemtheorie, die ich da verwendet habe, war, dass ich als Berater in diesem Prozess, wo die Vertriebsleute sich ihr Programm gemacht haben, ganz viele wirklich ganz einfache Feedbackschleifen und Zwischenevaluierungen eingebaut haben, die es den Leuten dann ermöglicht haben, dieses Programm zu der Qualität zu entwickeln. Weil der Anfang war ja eher traditionell und irgendwann hat es sich dann selbst transformiert in ein Action-Learning-Programm in reines. Ja. Also das war der Zeitpunkt, wo ich dazu gestoßen bin, ja. Und daher erinnere ich mich daran gesagt, gut. Mein Verdienst daran ist eher reduziert. Ja. Aber also für mich spannend war die Bereitschaft einer Organisation, sehr erfahrene Prozesse, also gut eingespielte Prozesse zu verlassen und Dinge zu tun wie Menschen aus unterschiedlichen Hierarchien zusammenzusetzen, die Organisation sich selbst untersuchen zu lassen, evaluieren zu lassen und gemeinsam an einer Problemfrage zu arbeiten. Also das war für die Führungskräfteentwicklung damals wirklich innovativ und neu und war so ein erster Zugang, wo ich gespürt habe, wie praktisch auch dieses Systemische ist für uns alle. Ja. Ich würde so gern so in die Runde weiter noch so hineinfragen, also systemisches Denken, wenn wir so zurückschauen noch auf die eigene Geschichte, da gibt es ja auch in diesem, wenn man das jetzt selber als ein System anschaut, systemisches Denken, also das ist ein Feld, ein wissenschaftliches Feld, interdisziplinär mit unterschiedlichen Annahmen, aber manchen, auf dem wir uns gemeinsam befinden, Konstruktivismus, Kybernetik, Systemtheorie. Das hat sich ja auch sehr verändert in den letzten Jahren, wenn ich so selber zurückdenke. Es hat also, ich schaue jetzt einmal auf dich, also deine Schriften auch in Richtung St. Gallen, also wo gab es da auch so die Unterscheidungen, die unterschiedlichen Wege auch, die systemisches Denken genommen hat. Manche sind mit der Gruppendynamik groß geworden, manche nicht. Also da gibt es ganz unterschiedliche Strömungen, was waren denn so wichtige Wendepunkte, Impulse, die dieses Denken selber genommen hat, aus eurer Sicht, wenn ihr da so zurückdenkt? Also ich habe jetzt dich angesprochen und jetzt bist du verpflichtet. Ja, unsere Arbeit, also unter dem Label Systemische Organisationsberatung, das ist ein Label, der in den späten 80er Jahren kreiert worden ist, nicht zuletzt auch durch unser Zusammenspiel, und sich dann auch durchgesetzt hat. Aber die Wurzeln, das ist auch deutlich geworden, sind in unterschiedlichen Professionsgemeinschaften. Auf der einen Seite die klassische Organisationsentwicklung mit der Gruppendynamik im Hintergrund, auf der anderen Seite tendenziell das, was an Repertoire in der Familientherapie produziert worden sind. Und das sind Professionserfahrungen, die im Wesentlichen mit Face-to-Face-Situationen arbeiten. In der Gruppe hat man es mit Leuten zu tun, in der Familie. Und in diesen Settings geht es im Wesentlichen darum, herauszuarbeiten, was dieses menschliche Miteinander an Problemen generiert und wie man das gelöst kriegt. Ja, das sind alles soziale Gefüge, die durch die Eigendynamik des Zwischenmenschlichen geprägt sind. Ja. Und deswegen hat sich sozusagen in diesen ersten Jahren bis in die 90er Jahre hinein das Systemische intensiv verknüpft mit dem Repertoire, das aus diesen Traditionssträngen kommt. Und klar, in Organisationen brauchst du das auch, weil dort menschelt es auch. Das heißt, damit kann man immer auch was lösen. Ja? Aber das, was Organisationen letztlich als soziale Systeme ausmacht, ja, der Aufgabenbezug und die Eigenlogik, die dadurch auch in diesen komplexen sozialen Gefügen sich ergibt, das wäre jetzt meine These, kommt denen, die aus dieser Tradition kommen, aus Face-to-Face-sozialen Systemen, nicht wirklich ausreichend in den Blick. Also das heißt, die Organisation ist das, wenn man will, Fremde in dieser Tradition des systemischen Denkens. Und ich würde behaupten, dass ein Großteil
der Systemiker in der Praxis, ja, in den Praxis, nach wie vor kein angemessenes Organisationsverständnis besitzt. Also wir ringen immer noch darum, die Organisation mit der sozialen Dimension in ein brauchbares, balanciertes Verhältnis in unserer Arbeit mit Organisationen zu bringen. Und die neueren Entwicklungen der letzten Jahre, angestoßen durch die Digitalisierung, die vieles an sozusagen Sicherheiten in Organisationen in der Zwischenzeit auflösen und aufgelöst haben, haben dieses Defizit des systemischen Denkens, jetzt meine ich nicht der Systemtheorie, ja, sondern des systemischen Denkens in der Professionsgemeinschaft, noch verschärft. Und ich glaube, wenn wir das nicht gebacken kriegen, diese Dimension, das, was auf organisationaler Ebene abgeht, in unser Repertoire der Beobachtung, aber auch des Interventionsrepertoires angemessen in den Blick zu kriegen und zu integrieren, dann bleibt diese Entwicklung des systemischen Denkens eine historische Episode. Und wir beobachten auch seit gut 10, 15 Jahren ein deutliches Abrücken oder ein Aufmerksamkeitsverlust sowohl in der Profession als auch in vielen Organisationen gegenüber dieser Tradition. Also ich bin da in hohem Maße sozusagen auch skeptisch, ob der Hype, den wir in den späten 80er, 90er Jahren noch bis zum Beginn dieses Jahrhunderts mit dieser Denkweise erzeugen konnten, der inzwischen deutlich abebbt, ob man den sozusagen perpetuieren kann. Das ist eine Selbsterneuerung auch des systemischen Blinde Fleck, dieser Missing Link, wenn uns der nicht ordentlich beschäftigt und entsprechend auch in unsere Denkweisen, ohne die Tradition zu verleugnen, integriert wird, dann bin ich für die Zukunft sehr skeptisch. Ja. Fritz. Ich bin ja alt genug, um nicht freundlich über Kollegen reden zu müssen. Ich glaube, dass man 80% der Leute, die sich systemische Berater nennen, dass man das, was die tun, das ist zwar ganz ordentlich, aber sie werden der Organisation nicht gerecht. Weil es wurde ja deutlich, es gibt zwei Wurzeln eigentlich für das, was man systemische Organisationsberater nennt. Das ist aus der Praxis gewonnen, das ist das, was in der systemischen Therapie ursprünglich mal entwickelt wurde, was Methoden entwickelt hat, die bis zur Arbeit mit Teams noch funktionieren, wo man Face-to-Face-Kommunikation haben. Aber diese 80%, die man meiner Meinung nach in die Tonne hauen kann, haben kein Organisationskonzept. Und erst für mich persönlich war das erst, ich habe mich ja nicht beworben, Organisationsberater zu werden. Ich bin ja von der Wiener Szene da hineingezerrt worden. Sonst wäre ich wahrscheinlich genauso auf dem Stand wie diese 80%. Erst als dann sozusagen die Luhmannsche Systemtheorie, die von der ganz abstrakten, von der gesellschaftlichen Ebene kam, runterkam und man traf sich im Autopoiese-Konzept eigentlich. Das hatten die Therapeuten, das kann man auf Teams anwenden, aber eben auch auf Organisationen, Gesellschaft und, und. Also wenn dieser Schritt nicht gemacht wird, dann kann man das wirklich zirkuläres Fragen, Kontextklärung, das reicht nicht. Das reicht nicht. Man muss Konzepte haben, wie man Organisationen beeinflusst. Und ich bin da sehr skeptisch, was Organisationsentwicklung angeht, weil ich denke, es ist womöglich viel einfacher, neue Organisationen zu bauen, als alte zu entwickeln und so weiter. Aber damit kommen wir natürlich schon in neue, in andere Gebiete hinein. Na, ich teile in einer gewissen Weise die Beschreibung, ich teile von Rudi, nicht die Skepsis. Aus folgendem Grund, weil gerade durch die Digitalisierung kriegt die Notwendigkeit, den Blick Organisation zu verstehen, eine neue Notwendigkeit. Und darauf müssen Antworten entwickelt werden. Gemeinsam, die Veränderung ist gemeinsam eigentlich auch mit den Kunden. Viel mehr gemeinsam mit den Kunden als allein in der Theorie. Und zugleich auch, und deswegen denke ich, gibt es eine neue Koppelung. Hype ist gut, dass der vorbei ist. Nämlich da kann man nüchterner hinschauen und die Entwicklung anders sehen. Nämlich es geht auch in diesen Umbrüchen auch wieder die Bewältigung des Psychischen
und die Bewältigung, wie gelingt es in den Beziehungen zu bewältigen. Die Person wird wieder neu, muss neu definiert werden. Was ist die Rolle der Person, was ist die Rolle der Beziehung in digitalisierten Transformationen? Und da ist dieses Repertoire und genau die Kombination, das könnte eine Chance sein, eigentlich eine Notwendigkeit. Und ohne den kann man das überhaupt nicht mehr verstehen, was in Organisationen passiert und mithelfen, auch in der Reflexion auf die relevanten Dimensionen hinzuschauen. Und auch dieses Transdisziplinäre wieder in den Griff zu kriegen, das es braucht. Axel. Ja, wenn ich so gedanklich ein Kontinuum habe von den erlauchten Kreis hier, wo ich dabei sein darf, von sehr theoretisch eloquent versus sehr pragmatisch und alle haben alles hier, dann fühle ich mich immer so, wenn ich in den Kreis bin, ein bisschen erbärmlich als Pragmatiker, der da nicht so ganz oben in allen Theorien zu Hause ist. Witzig ist, wenn ich mit Kunden zu tun habe oder mit Managerkollegen früher, die haben immer als abstrakt, absurd empfunden. Es ist auf heute das Publikum, wo man eingestuft wird. Aber hier geht es mir so und also ich schließe mich ganz an inhaltlich, was du sagst. Nur interessant war, wir als Naveltech haben das systemisch nie so ausgewiesen. Ihr habt das ganz oben am Level gehabt und wir haben das nie so gemacht. Also ich habe einmal einen Kunden gehabt, der mir zutiefst unsympathisch war, ein Chemiebetrieb, repräsentiert durch den Eigentümer CEO. Der war einarmig, hat hinter sich so eine Kriegsfahne gehabt, weiß ich nicht, Bataillon 37 und war wie so, also alle Schreckensbilder von mir. Ich glaube, dass er in der Nacht da das Gift im Bach hineingegossen hat und war ethisch immer irritiert, ob ich dort arbeiten darf oder nicht, habe aber gearbeitet und habe Wirkung erzielt. Und der hat zu mir gesagt, lieber Exner, ich verstehe überhaupt nicht, was du da machst. Ja? Aber mir geht es so, ich fahre einmal im Jahr nach Karlsbad kneipen. Das ist ja völliger Blödsinn. Und ich kneipe dort, ich finde das schwachsinnig, aber irgendwie hilft es. Das war so eine Frage. Das ist die Beschreibung von systemischer Beratung jetzt. Und das Zweite, was ich sagen möchte, ist, ich bin ja dann 89 im Vorstand von Palfinger gekommen, mit 50% meiner Zeit, interessantes Modell, und habe einiges an Erfahrung gehabt von erfolgreichen und nicht erfolgreichen systemischen Beratungen und bin immer von Wien nach Salzburg, wenn ich ins Headquarter gefahren bin, im Zug, da konnte man arbeiten, überlegt, was ist der Unterschied, wenn ich systemischer Berater bin versus, wie wenn ich Systemiker bin, ich Manager bin. Das hat mich ziemlich gequält. Und rückblickend sage ich, ich sehe eigentlich keinen gravierenden Unterschied. Für mich ist die Basis nämlich die Haltung. Also ich komme von der Seite her, weil eine Grundhaltung, auf der dann Tools und Interventionsmethoden aufsetzen. Aber das ändert gar nichts, ob ich jetzt Berater oder Manager bin. Es sind verschiedene Rollen. Als Manager habe ich andere Ressourcen, habe ich andere Entscheidungskraft und so weiter. Aber ich sehe keinen gravierenden Unterschied. Und auf die Frage jetzt Richtung Zukunft, ich glaube, es ist sehr praktikabel, es ist eigentlich völlig unverständlich, wäre für die Menschheit, Gesellschaft sicherlich hilfreich, bewegen tun wir uns in ganz eine andere Richtung, das linear und wir leben in einer Maschinenwelt und insofern erlebe ich mich hier immer in einer kleinen Minderheit, die einmal so zieht und einmal so zieht, ganz optimistisch bin ich an der Stelle überhaupt auch nicht. Ja. Also, Fritz hat, ja. Joanna und Fritz, du hast so eine körpersprachliche, deutliche Reaktion gehabt gerade auf den Axel. Ich wollte das nur dem noch Raum geben und dann Joanna. Mir sind zwei Sachen dazu eingefallen. Ich habe in den 80er Jahren Supervision bei der Connecta gemacht und das Erste, was ich ihnen verboten habe, ihren Kunden Theorie zu erklären. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, weil ihr dachtet immer, das war zumindest mein Bild. Womöglich hast du ein anderes. Aber man muss mit seinen Kunden als Berater nicht über Theorie reden, sondern man muss etwas tun und das muss den Kunden gegenüber, die Kunden müssen das für plausibel und sinnvoll halten. Ja? Und dann hat man gut, mein Motto ist ja, alles was hilft, ist systemisch. Ne? Aber man, naja, ich glaube das wirklich, man muss es dann systemtheoretisch erklären, wie das helfen konnte. Und ja, da ist der Theoretiker gefragt. Aber die großen Berater in der Therapie ist das gut zu studieren. Ne? Die großen Therapeuten, die haben meist keine Theorie, die wissen halt einfach, was sie wann zu tun haben. Ja? Also mein Musterbeispiel, erzähle das auch immer gerne wieder, ist Virginia Satir, eine geniale Therapeutin,
die keine Theorie hatte oder eine schlampige Theorie. Und ihre Schüler, erkennt man immer daran, dass sie ganz nah an ihre Klienten rangehen. Da fragt man sie, warum machst du das? Und sagt, ja, Virginia hat das auch gemacht. Ich kannte Virginia, die war sehr kurzsichtig. Ja, das passiert, wenn man als Berater keine Theorie hat. Und ich bin auch sehr skeptisch gegenüber diesem Haltungsmodell. Ich nenne das immer das orthopädische Modell der Beratung, weil man sich einfach darum herum drückt, zu reflektieren, warum das, was man sinnvoll getan hat, wirklich sinnvoll war. Und wenn man das nicht macht, kann man das halt nicht lehren, weil dann hat man lauter Leute, die zu nah an den Klienten rangehen. Also ich glaube, man muss wissen, wo Theorie einen Sinn hat. Und Theorie hat in der Kundenbeziehung nichts zu tun, aber in der Beziehung zwischen Professionals hat es sehr viel zu tun, nämlich sich darüber auseinanderzusetzen, was sind sinnvolle Verhaltensweisen, was sind wenig welche, was funktioniert, was erhöht die Scheiterwahrscheinlichkeit. Also ich glaube, man muss diese Kontexte sehr trennen und ich glaube auch, dass die Rolle des Beraters natürlich sehr anders ist als die des Managers, sage ich, als jemand, der ein Unternehmen gegründet hat und führt und sich da ganz anders verhält als mit Kunden, ja, in der Beratung. Eine Wortmeldung noch von der Joanna. Wir machen dann Folgendes. Okay. Wir werden dann das Publikum bitten, ein bisschen Verdauungszeit zu sich zu nehmen und auch noch Fragen, die du jetzt... Du solltest nicht so viel auf meine Körpersprache achten. Ja, das bin konditioniert drauf. Und dann haben wir noch Zeit, sozusagen da zu reagieren, zu schauen, was das Publikum interessiert. Jetzt für diese Runde letzte Statement. Deine Frage war ja so quasi, wie hat sich die Systemtheorie verändert oder diese systemische Intervention? Und ich denke auch, also ich teile auch die Meinung, dass es darum geht, Wirksamkeit nachzuhalten und das heißt auch, sie zu explizieren und auf eine Ebene zu führen, wo andere partizipieren können, ohne wieder das Rad neu zu erfinden. Ja, also das ist eigentlich der Nutzen von Theorie, dass man sich da verkoppeln und verbinden kann. Und dann ist aber die Frage, auf welcher Granulierung oder Flughöhe halte ich Wirksamkeit nach? Bleibe ich bei der bloßen Interaktion, bei der Wahrnehmungslenkung, ja, bei Irritationen oder gehe ich auf die Ebene, wo ich Organisationen reflektiere? Was reicht nicht mehr hin? Wann muss ich unbedingt weitergreifen? Und da denke ich, dass eigentlich Organisationsberatung sehr unpolitisch war. Also Organisationen sind ja immer in Wirtschaftszusammenhänge oder in gesellschaftliche Funktionssystemszusammenhänge eingebettet. Und wir haben sehr lang in der Organisationsberatung ziemlich blind eigentlich dieses Rollenmodell der Wirtschaftsorganisation über alle Organisationstypen drüber gebügelt. Mit der Folge, dass unsere Gesellschaft eigentlich verarmt ist an Organisationstypen und dass unsere Gesellschaft platter wird. Ja, eine Zeit lang war sie pluralistisch, jetzt wird sie wieder populistisch. Es wird alles schwarz-weißer. Oder schwärzer-weiß oder wie immer. Und ich denke aber umgekehrt, denke ich, dass wir schon bei der Gründung oder schon ziemlich beim ersten Entwurf dieser ganzen Sache Schätze in die Hand gelegt bekommen haben, die wir, wenn wir sie verstehen würden, ganz anders nutzen könnten. Also wenn ich komme dann sehr häufig auf den Kurt Lewin zurück und seine drei großen Beiträge waren die Gruppendynamik, nämlich wie verändern Menschen ihre Einstellungen, Feedback, Beobachtung, beobachtet werden, Ansehen kriegen. Das zweite war Action Research und das dritte war das Modell von Change-Prozessen. Und da sage ich, eigentlich ist das wirklich ziemlich genial. Also die Anlehnung war die Chicagoer Schule des sozialen Interaktionismus und das hieß schlicht und einfach, die Dinge haben nicht eine Bedeutung in sich, sondern das sind Bedeutungen, die ihnen gegeben werden und die werden in sozialen Interaktionsprozessen vereinbart. Und das hat er auf den Kopf gedreht und hat gesagt, wenn ich Bedeutungen ändern will, wenn ich kollektive Handlungsmuster, Einstellungen ändern will, muss ich soziale Interaktionsprozesse aufsetzen. Und da haben wir aus der Beratung eigentlich einen großen Fundus, der reicht von systemischen kleinen Fragetechniken für die feine Granulierung, der reicht bis zu großen Change-Prozessentwürfen. Und dazu haben wir ein Modell von Transformation, was diesem Modell von Kurt Lewin folgt, was ja oft völlig falsch verstanden wird, was überhaupt nicht mechanistisch ist, sondern wirklich ein generisch-evolutionäres Modell, ja, das Bedeutungen erst einmal erodieren, also defreeze,
dass dann eine Phase kommt, wo alle möglichen neuen Dinge emergieren und dass dann eine Phase kommt, quasi wo Dinge öfter angespielt werden und wo man quasi wieder neue Formen bahnen muss. Ja? Und das denke ich, das könnte uns in hohem Maße heute nützen, wenn wir vor Herausforderungen stehen, wo wir viele Funktionssysteme eigentlich neu aufrollen müssen, angefangen von der Politik. Joanna, ich danke dir für dieses vorläufige Schlusswort, das ja sehr Kraft gibt auch und Zuversicht gibt, also nicht so ganz so skeptisch ist wie das vom Rudi. Ich übergebe mal an die Susanna und jetzt sind Sie dann am Wort. Vielen Dank. Ja, es war großartig. Ich würde sagen, es ist Zeit genau für einen ersten Applaus. Und man könnte euch noch länger zuhören. Ich nehme an, anderen ist es auch so gegangen. Aber jetzt bräuchte ich mal nur kurz den Pointer. Dankeschön. Aber es ist schon gefallen, es ist ja gescheit, auch zwischendurch sich ein bisschen Gedanken zu machen, auszutauschen, zu schauen, was hat das denn bei mir alles so zum Anklingen gebracht, was wir da jetzt hören durften. Ich zeige jetzt mal vor, wir haben uns ein paar kleine Reflexionsfragen überlegt. Dazu werden wir diesen Raum dann in eine neue Ordnung bringen müssen, weil so wird das nicht gehen. Da ist es. Nein, das ist zu früh. Das ist zu früh. Noch 10 Minuten. Ja, ich weiß. Harald, kannst du schauen, wie es reagiert? Das ist sie. Perfekt. Dankeschön. Das ist die richtige. Also, ein bisschen was zum Nachdenken und Nachbesprechen. Ich würde Sie bitten, dass Sie sich dann kurz in kleine Runden zusammendrehen. Ja, einfach so, wie Sie sitzen, Sesseln umdrehen. Deswegen wird das so hier eine neue, ein bisschen andere Ordnung sein, als sie jetzt ausschaut. Und dann haben wir uns hier einfach drei kleine Fragen überlegt. Die eine ist, wo ging es Ihnen so wie mir jetzt manchmal? Wo es so ein kleines Wow gegeben hat, das hätte ich mir nicht gedacht. Das war überraschend in dem, was wir hier jetzt gehört haben. Zweite Frage, auch dieser Austausch. Wie hat denn systemisches Denken Sie beeinflusst? Ja, wie haben Sie sich infiziert? Was hat das ausgelöst in Ihrem Leben, in Ihrer Welt? Und dann gibt es noch eine Chance für einen Nachschlag an die Runde. Eine Frage an das Podium würden wir auch gerne abholen. Der Harald Lederer und ich werden dann durchgehen und werden Sie nach so Ihrer Frage fragen, die Sie noch gern stellen wollen. Der Johannes Köppel wird dann hier vorne sein und die Fragen auch festhalten. Das heißt, Sie brauchen jetzt im Moment überhaupt nichts aufschreiben. Was gescheit wäre ist oder was sinnvoll wäre, ist, wenn Sie zwei Fragen in der kleinen Gruppe überlegen, dass Sie eine Ersatzfrage stellen können, falls Ihre erste Frage schon weg ist, weil jemand anderer schneller war. Dann gibt es dafür Raum. Ja, dafür jetzt mal gute Viertelstunde Zeit. Viel Vergnügen. Suchen Sie sich ein paar Kollegen, die so in Ihrer Nähe sitzen. Tauschen Sie sich aus. Kurzer Verdauungsspaziergang zu systemischem Denken. Antwort ist alles dasselbe. Ja.